herzlich willkommen zu diesem Podcast bzw. YouTube-Video. Und heute habe ich bzw. Raphael hat auch einen Gast. Wir haben heute ein ganz, ganz neues Konzept, das wir so noch nie gesehen haben. Und am Ende des Tages geht es ja im Leben darum, wirklich einfach Neues zu versuchen, neue Schritte zu wagen, raus aus der Komfortzone, raus aus dem, was uns bekannt ist. Und deswegen sind wir heute hier. Ich freue mich mega, den Raphael heute zu Gast zu haben. Und ich würde sagen, wir stellen uns beide kurz vor, weil bei dir wird es online kommen, bei mir wird es online kommen. Und dann wissen die Leute, wer hier spricht, beziehungsweise auf wen sie sich einstellen können. Ich würde sagen, Raphael, wenn du Bock hast, dann starte rein, fang an, stell dich vor. Sehr gerne. Ja, lieber Bas, vielen herzlichen Dank für die Einladung heute zum Podcast. Von meiner Seite auch herzlich willkommen an alle Zuseherinnen und Zuseher. Toll, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich kann euch eine Sache sagen, ihr solltet diesen Podcast definitiv bis zum Ende ansehen, anhören, je nachdem, auf welchem Medium ihr das gerade macht. Denn eine Sache ist klar, heute wird extrem viel Mehrwert weitergegeben, weil genau machen wir diese Dinge. Wir machen diese Podcasts, wir machen diese Videos, wir machen unsere Kanäle, unsere Channels, weil wir einfach denken, dass es wichtig ist, Menschen Infos zu geben, wo sie sich selber entfalten können und weiterentwickeln können. Wenn man mich jetzt fragt, dafür stell dich vor, also mein Körper hier ist 23 Jahre alt aktuell, ich werde bald 24, bin in Wien aufgewachsen, mittlerweile pendle ich zwischen Dubai, Budapest, ab und zu bin ich noch in Wien. Ich habe 5 verschiedene Unternehmen in verschiedenen Bereichen. Mein Hauptbereich ist Finanzvertrieb und Coaching, eben im Bereich Verkauf, Vertrieb, Mindset, und ich beschäftige mich ganz stark mit dem Thema, wie man es einfach schafft, innere und äußere Freiheit in dieser Erfahrung zu erfahren und somit die ultimative Lebensqualität haben zu können. Yes. Sehr geil. Perfekt, dann mache ich kurz noch die andere Seite. Also ich bin Basti, ich bin 24. Ich bin, glaube, knapp ein Jahr, wir sind beide Fisch, ein Jahr älter. Und bei mir geht es darum, einfach Fülle im Leben zu finden. Bedeutet, ich habe ein Coaching für innere Arbeit, Bewusstseinsarbeit, wie du wirklich deine Limitierungen löst und nach vorne kommst, weiterkommst und wirklich deine PS auf die Straße bringst. Und bei mir ist es wirklich auch wie bei dir diese Frage, ja, wer bin ich, schwierig zu beantworten, weil am Ende des Tages sind wir alle reine Energie, reines Bewusstsein und machen hier diese menschliche Erfahrung. Ich bin der vollen Überzeugung, dass jeder da draußen, der wirklich sich in der Tiefe mit sich selber beschäftigt, das Maximum rausholen kann, weil er ganz viele Irrwege nicht gehen wird, weil er ganz viele, ja, Limitierungen nicht durchleben muss und am Ende des Tages viel, viel schneller an seine Ziele kommt, beziehungsweise auch an die Dinge, die er in diesem Leben erleben und machen möchte. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich bin aktuell die meiste Zeit in Deutschland, bin natürlich auch viel in der Welt unterwegs. Und habe 2 Unternehmen, wie gesagt, mein Coaching-Business, dann tatsächlich auch noch im Produktvertrieb. Und ja, ich freue mich immer, einfach mit solchen Menschen wie mit dem Raphael mich auszutauschen, weil es macht einfach Spaß. Wir lernen voneinander und so wie du das gerade auch gesagt hast, wir geben dieses Wissen einfach weiter. Und das möchte ich an der Stelle einfach noch sagen. Wissen bringt dir am Ende des Tages meiner Erfahrung nach relativ wenig. Du musst mit diesem Wissen auch wirklich in die Umsetzung gehen, weil dann passiert Folgendes, dann entsteht Weisheit und dann kannst du mit dieser Weisheit wirklich dein Leben transformieren. Yes, ich würde sagen, wir starten rein. Ich habe mir eine interessante Einstiegsfrage überlegt, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, nämlich so dieses Thema und wie gesagt, ich finde, du bist da eine interessante Verkörperung dessen, dass viele Menschen, die spirituell sind, anfangen, oder ich beobachte das, anfangen Erfolg, Geld, Ziele erreichen, so ein bisschen abzulehnen, weil ja sowieso alles passiert, weil ja sowieso schon alles in mir steckt und weil ich ja gar nichts mehr aus mir rausholen oder erreichen soll, weil das ja nur mein Ego ist und nur meine menschliche Erfahrung. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was ist da deine Meinung dazu, beziehungsweise was hast du da für dich für Erfahrungen gemacht? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Bas. Prinzipiell ist es halt so ein Thema, was sehr weit verbreitet ist, dass dann viele Leute sagen, okay, ja, ich bin Unendlichkeit, es spielt sowieso alles keine Rolle und warum soll ich überhaupt noch irgendwas tun, irgendwas machen? Und irgendwo auf der einen Seite haben die Leute ja recht. Und ich sage immer,
Du darfst nie einer Seite hundertprozentig glauben oder der anderen extremen Seite hundertprozentig glauben. Wichtig ist, dass du halt für dich selber eine Erfahrung machst. Und ich habe für mich dann selber die Erfahrung gemacht, dass halt die Wahrheit sehr oft in der Mitte zwischen beiden Extremen liegt und dass auch beide Extreme gleichgültig sind. Weil was ist gut oder schlecht, das bewerten wir im Endeffekt nur selber. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht überschrieben wird von außen und sich beeinflussen oder manipulieren lässt durch die Meinungen oder durch den Lebensstil anderer, sondern dass man anfängt wieder vom Außen ins Innen zu kommen, in sich zu blicken und sagen, hey, welche Erfahrungen möchte ich denn eigentlich machen? Weil eine Sache kann man sagen, wenn man irgendetwas ablehnt, dann hat das wieder nicht sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Weil Bewusstsein heißt eben das Gegenteil von ablehnen, sondern ich nehme die Dinge an und ich integriere sie. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ah, das ist eh nur alles Ego, wenn man ein schnelles Auto fahren möchte, wenn man Geld haben möchte, wenn man Erfolg haben möchte, dann sage ich, eigentlich kannst du dich nicht getrennt von deinem Ego betrachten. Weil das machen eigentlich fast alle in der Spiritualität. Ich habe da einen anderen Zutritt, weil wenn man mal ansieht, was Ego eigentlich bedeutet oder heißt, schaut mal nach, Ego, Latein, Ego heißt einfach ich bin. So. Und wir haben einfach nur oder nun mal dieses Ich-Leben aus der menschlichen Perspektive und das wahre Selbst, das wahre Ich, das, was dahinter steckt, das, was ich wirklich bin, der sozusagen diese Erfahrung hier wahrnehmen kann, der die Gefühle wahrnehmen kann, der sozusagen der Beobachter im Hintergrund ist. So, wenn ich aber jetzt sage und ich lehne eines ab, egal ob das jetzt das menschliche Ich ist oder das wahre Ich, dann trenne ich mich wieder von dieser Einheit, von diesem All-Eins-Sein. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, dein Ego muss sterben, etc. Und ich verstehe schon, wie das gemeint ist, in vielerlei Hinsicht. Und da gibt es sehr viele, die darüber reden, auch viele Bekannte von mir, Leute, mit denen ich arbeite, viele gute Coaches. Nur ich habe da ein bisschen einen anderen Zutritt zu dem Thema, weil wenn dieses menschliche Ich, was ich mir ausgesucht habe, ich habe mir ausgesucht, diese Erfahrung zu machen, ich habe mir ausgesucht, ein Ego zu haben in dieser Realität, einen Körper zu haben, einen Verstand zu haben. Wenn ich mir diese Dinge ausgewählt habe, als Bewusstsein, als göttliche Intelligenz, bevor ich hierher gekommen bin, warum soll ich dann sagen, so, ich lasse es jetzt sterben? Weil es gibt doch Dimensionen und Räume, wo du nicht physisch bist. Und es gibt vielleicht viele Erfahrungen, wo du nicht physisch bist. Und der Kern ist ja nicht physisch. Aber wenn ich hierher komme und mir ausgesucht habe, in einer materiellen Welt zu leben, was ist dann der Sinn davon, die Materie wieder komplett abzulehnen und eigentlich wieder in den Widerstand zu gehen? Und deswegen sage ich, ja, du musst immer alles ganzheitlich betrachten und egal was gesagt wird, überall steckt vielleicht ein kleiner Funken Wahrheit. Und jeder hat ja auch seine Wahrnehmung von der Welt. Da gibt es wieder den guten Satz, den ich immer wieder nur sagen kann. Habe ich auch gestern wieder mit meinem Mentor besprochen. Du kennst ihn, den Olaf. Du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern du siehst die Welt, wie du bist. Weil alles da draußen, was du wahrnimmst und was du siehst, ist in dir. Es sind nur irgendwelche Schwingungen, die jeder Mensch halt einfach unterschiedlich wahrnimmt, je nachdem, wie er und in welcher Frequenz er ist. Und deswegen sage ich da einfach immer dazu, schau her, du hast dir ausgesucht, diese Erfahrung zu machen. Du hast dir ausgesucht, in diesem Körper zu inkarnieren. Du hast dir ausgesucht, in dieser Zeit zu inkarnieren. Du hast dir ausgesucht, in dieser Schöpfung zu inkarnieren und mitzuschöpfen. Und da ist ein Ego und ein Verstand und alles ist ein Bestandteil von dir. Und die Frage ist, oder das Thema ist nicht, wie kann ich das loswerden? So, das Thema ist, wie kann ich so sehr ins Bewusstsein kommen, dass ich alles in meinem Leben integrieren kann und dass ich dann bewusst Handlungen setzen kann, bewusst reagieren kann, bewusst das Ego nutzen kann, bewusst den Körper nutzen kann und nicht umgekehrt dann durch mein Ego oder irgendetwas kontrolliert werde und mir ein psychologisches Leid selbst kreiere. Und ja, da kann ich einfach nur sagen, dass man da noch eine Sache dazu erwähnen kann, was mein zweiter Punkt wäre für diese Frage. Schau, wenn alles so eine Endlichkeit ist, wenn es kein Anfang und kein Ende gibt, um was geht's dann? Es geht dann letztendlich nur um den Moment. Das heißt, natürlich kann ich sagen, es spielt sowieso keine Rolle, was jetzt passiert hier, weil dann kommt die nächste Erfahrung oder dann auch wenn die nächste Erfahrung
vielleicht nicht so ideal ist, dann kommt wieder die nächste Erfahrung. Also es spielt irgendwo auch keine Rolle. Deswegen sind wir wieder hier in dieser Gleichgültigkeit. Es spielt alles eine Rolle und es spielt nichts eine Rolle. Das ist ja wieder dieses interessante Thema. Aber letztendlich geht es um den Moment. Und deswegen sage ich, für mich ist das Wichtigste, in der Freude zu sein, weil da bist du sowieso in einer extrem hohen Schwingung. Und ich möchte dieses Leben einfach genießen, jeden Moment genießen und jeden Moment so leben, wie ich es leben will. Und jetzt habe ich in mir, in meiner Intention, gewisse Dinge, gewisse Vorstellungen, was ich hier machen möchte. Es ist ja auch kein Zufall, was ich hier erleben möchte. Wenn ich mich jetzt komplett dagegen querstellen würde und das ablehnen würde, dann würde ich ja wieder gegen so meinen inneren Antrieb gehen, mich wieder blockieren. Und dann vielleicht wieder, ja, am Ende meines Lebens mir denken, warum habe ich nicht diese und diese Erfahrung gemacht? Also, es geht um Erfahrung. Und wenn man sagt, es spielt eh keine Rolle, ja, das stimmt. Dann solltest du aber eben genau deswegen das Maximum rausholen und genau so leben, wie du es dir gerne vorstellst, weil wir sind Sender und Empfänger zugleich. Wir können alles kreieren, was wir wollen. Und deswegen ist immer die Frage, warum sollte ich es nicht tun? Die Leute sagen, Raphael, warum brauchst du das, dass wenn du auf Urlaub fliegst, mit Business Class fliegst? Und ich sage, warum nicht? Wenn es diese Möglichkeit gibt, warum sollte ich nicht das Beste wollen? Warum sollte ich nicht den meisten Komfort in diesem Sinne wollen? Warum will ich nicht das beste Essen in diesem Sinne wollen? Warum will ich nicht die Option wählen können, wo ich viel weniger Rückenschmerzen habe, wo ich mehr Platz habe, wo es angenehm ist? Warum sollte ich das nicht haben wollen, wenn es das gibt? Und das ist meine Sicht der Dinge. Wie siehst du das? Richtig. Richtig, richtig geil. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich kann jeden Punkt, den du da genannt hast, total unterschreiben. Ich finde halt, das Wichtige ist wirklich zu erkennen, dass ich mit einem bestimmten Sinn in Anführungszeichen hier einfach in diese Erfahrung, in diesen Körper gekommen bin, in meine Lebensumstände, in meine Familie, in diese Örtlichkeit, in diesen Moment. Und wenn ich jetzt sage, okay, mir ist es eh alles egal, dann kann ich das jetzt vielleicht hier aus meinem Ego heraus sagen, weil ich vielleicht diese Vorstellung aktuell habe, aber die Energie, die Seele, wie du es auch immer bezeichnen magst, die sich vielleicht ganz am Anfang gesagt hat, hey, ich möchte in diesem Leben einfach mal diese und diese Erfahrung machen als Mensch in diesem Körper, die wird sich dann ja am Ende auch sagen, ja, okay, wir haben komplett an unserer Lebensenergie, an dem, was wir eigentlich in dieser Inkarnation wollten, vorbeigelebt. Und deswegen, wenn du in dich reinhörst, deswegen ist für mich auch die Frage, wie bewusst sind diese Menschen dann wirklich? Oder ist vielleicht irgendwann, das beobachte ich oft, haben sie sich mit sich selbst auseinandergesetzt und dann sind sie irgendwann an einen Punkt gekommen, wo es vielleicht weh tut, wo vielleicht Schmerz da ist, wo vielleicht jetzt ich wirklich mal in den Spiegel schauen darf und sagen darf, ja, okay, dem darf ich mir, ja, oder darf ich mich jetzt annehmen und dann gehe ich diesen Schritt nicht oder ich integriere die Sachen nicht, ich erkenne die Sachen nicht und dann sage ich aus diesem Grund raus, ja, ich bin ja so spirituell und es ist ja sowieso alles egal. Das ist so ein bisschen, kann auch eine Schutzfunktion sein, ja. Du sagst es, und ganz wichtig ist da eine Sache klarzustellen, weil viele sagen immer, ja, ich bin spirituell, ich bin spirituell, ich bin spirituell und denken gleich, das ist so was ihr hervorhebt oder irgendetwas. Prinzipiell, alles ist spirituell. Spirit, das Geistige, alles ist Überall. spirituell. Und auch da gibt es wieder beide Seiten, weil aktuell hier wir einfach in einer Polarität leben, wo es immer beide Seiten gibt. Das heißt, Spiritualität gibt es auch in beiden Ausführungen. Es gibt die eine Seite der Spiritualität und es gibt die andere Seite. Es gab sehr viele Tyrannen bereits, die extrem viel Spiritualität genutzt haben, sonst wären sie nicht dorthin gekommen, wo sie hinkommen. Es gibt sehr viele Gruppierungen heutzutage, was man auch gerne Matrix bezeichnet. Ich möchte nicht zu stark jetzt in dieses Detail reingehen. Dazu könnt ihr meinen privaten Instagram-Account abonnieren. Senati Raphael, da gehe ich auf diese Themen ein. So, der ist nämlich auch privat. Und die nutzen genauso Spiritualität. Das ist hochspirituell, was da abgeht, was da gemacht wird. Weil es halt auch da hier wieder beide Seiten gibt. Das heißt, nur zu sagen, ja, ich bin spirituell und ich gehe da durch und ich fühle mich extrem cool, nur weil ich spirituell bin. Das ist halt auch im Endeffekt wieder so eine Art Trenderscheinung. Nur die Leute,
beschäftigen sich da nicht wirklich damit. Weil alles und jeder ist spirituell. Wir machen eine menschliche Erfahrung, das sagt doch immer der Tepperwein. Wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen. Wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Yes. Und das bringt es eigentlich genau auf den Punkt. Und deswegen, wie du richtig sagst, muss man schauen, wie bewusst eigentlich sind die Menschen. Ich glaube, das richtige Wort ist wirklich, wie bewusst sind die Menschen, weil solange ich was ablehne, kritisiere, verurteile, bewerte, bin ich eigentlich wieder im Verstand, im Kopf und nicht im Bewusstsein, weil Bewusstsein bewertet nicht. Es nimmt die Dinge einfach so an, wie sie sind. Und ja, da muss man auch wirklich schauen beim einen oder anderen Coach dann, ob der wirklich so bewusst ist, wie er das präsentiert oder nicht. Und da, ich habe immer eine ganz wichtige Sache, die ich den Menschen einfach erklären möchte oder die ich den Menschen aufzeigen möchte. Und zwar, dass sie eigentlich der beste Coach für sich selber sind und sie den besten Coach in sich tragen. Und zwar die Intuition. Weil wenn ich vom Kopf, vom Verstand ins Herz, in den Körper komme, der Körper ist mit Bewusstsein verbunden und der Körper zeigt mir viele Dinge auf, dann werde ich sehr viele Antworten selber finden können. Aber natürlich brauche ich mal jemanden, der mich dahin begleitet, der mich unterstützt, der mich wieder erinnert. Wie jemanden wie dich, wie jemanden wie mich, wo die Leute, wie jemanden wie, gibt es ja viele da draußen, die einfach dann dich unterstützen, dass du den richtigen Weg einfach findest für dich und dann einfach selber dich damit weiter beschäftigen kannst. Das ist essentiell wichtig. Deswegen sage ich immer, jeder Mensch da draußen sollte einen Mentor oder Coach haben. Ja. Ich bin das erste Mal Millionär geworden mit 21 Jahren. Nicht, weil ich auf einmal selber jetzt alle Antworten in mir hatte, sondern weil ich Leute hatte im Außen, die mir gezeigt haben, wie ich die Antworten finde, wie ich die Lösung finde, die mich unterstützt haben. Und ich hatte einige sehr, sehr erfolgreiche Mentoren, die so wichtig waren für meinen Weg, dass ich da bin, wo ich heute bin. Ich habe selber extrem viel in meine Ausbildung investiert. Also ich habe, denke ich mal, Coachings gemacht, Seminare im Wert von bestimmt 70.000 bis 100.000 Euro. Und da kann ich einfach nur jedem Menschen empfehlen, der erfolgreich werden möchte, fangt an, in euch selber zu investieren. Fangt an, einen Mentor, einen Coach zu haben, der euch unterstützt, an der Hand nimmt, egal in welchem Bereich. Auch der beste Fußballer, Cristiano Ronaldo, hat einen Coach. Und das ist das, was ich glaube, jetzt in diesem Jahr auch für sehr viele Menschen einfach sehr wichtig sein wird. Ja. Ja, und genau in dem Moment darf eben auch dieses Ego, das denkt, ich weiß ja schon, sterben, beziehungsweise sterben in dem Sinne, dass diese Schutzfunktion sterben darf, dass dein Kern rauskommen darf. Das hast du nämlich vorher auch gesagt. Das Ego an sich, diese Rolle, die wir einnehmen, die wird niemals sterben, weil wenn ich eine Rolle weglasse, muss ich ja auf der anderen Seite wieder was hinzufügen. Ich kann ja nicht nehmen ohne geben. Das ist auch wieder ein Gesetz, ein geistiges Gesetz. Und es kommt was hinzu. Die Frage ist eben, das, was hinzukommt, beziehungsweise das, was herausgearbeitet wird, wenn das eben dann das ist, was dir entspricht, dann kannst du alles in deinem Leben kreieren, was du möchtest. Weil dann geht deine Lebensenergie, dein Denken, deine Emotionen, alles in eine Richtung. Und du kannst genau das in dein Leben ziehen mit Leichtigkeit und nicht mit Zwang, nicht mit Frust und diesen ganzen niederschwingenden Emotionen, sondern wirklich mit Freude, Ekstase, Liebe. Und es kommt einfach alles. Das ist unglaublich wichtig, dass man da versteht, jeder Mensch, ich meine, ich habe Psychologie studiert, auch dort, wir haben einfach so viele Blindspots. Jeder Mensch hat so viele Blindspots, blinde Flecken innerhalb seiner Verstandesstruktur, die wir selber gar nicht sehen, weil es so massiv zu unserer Routine geworden ist, so zu denken. Wenn ich mein ganzes Leben auf eine, also mal angenommen, jemand erklärt dir, okay, so und so sieht die Farbe blau aus. Dein Hemd ist blau. Das ist blau. Und du denkst jetzt dein ganzes Leben, das ist blau. Wie willst du irgendwann auf die Idee kommen, dass das vielleicht eine ganz andere Farbe sein könnte, aber man dir einfach nur erzählt hat, dass es diese Farbe ist? Und das ist dieses Denken, auch diese Glaubenssätze, die wir natürlich durch die Familie mitbekommen haben, einfach auch jetzt in unserem Fall, was weiß ich, für Geld muss man hart arbeiten. Solche Geschichten, wenn ich das mein ganzes Leben lang denke, wie will ich irgendwann in meinem Leben mit Leichtigkeit Geld verdienen? Und die Menschen wissen ja gar nicht, dass sie diesen Glaubenssatz haben. Das passiert ja unterbewusst. Das beste Gefängnis,
das du bauen kannst, ist das Gefängnis, das unsichtbar ist und der Gefangene nicht mal weiß, dass er in einem Gefängnis sitzt. Und genau das haben wir gemacht, beziehungsweise ist gemacht worden und wir haben es aufgenommen. Das ist ja das Interessante, diese Glaubenssätze, diese tiefen Kernüberzeugungen, wie man sie auch nennt, die sitzen ja extrem tief verankert und die Thematik dabei ist ja einfach, dass es deine komplette Energie beeinflusst. Ich Ja. merke das immer wieder bei Leuten, es beeinflusst deine Realität und deine gesamte Energie, weil es beeinflusst, in welcher Schwingung du bist. Und die Schwingung, in der du bist, beeinflusst ja genau das, was du im Außen widerfährst, was du im Außen erlebst. Und was du im Außen anziehst und manifestierst. Und deswegen ist das so wichtig, dass man sich das mal ansieht, dass man da wieder mal in sich hineingeht und einfach mal erkennt im Leben, wo habe ich noch Blockaden, wo habe ich noch Schwierigkeiten, wo tue ich mir schwer, weil dann ist es ganz, ganz oft irgendein unbewusster Glaubenssatz, der dafür verantwortlich ist. Und deswegen empfehle ich dir eben einfach mal zu schauen, schau mal in deinem Leben, wo gibt es noch Schwierigkeiten, wo hast du noch einen Mangel, wo funktioniert noch etwas nicht. Und dann spür mal in dich hinein und frag dich, gibt es da in mir irgendeinen Glaubenssatz noch? Oder frag dich von außen als Beobachter, Raphael, gibt es irgendwo noch einen Glaubenssatz in unserem System, wo das verantwortlich ist für das, das oder das? Und dann wirst du mal, wenn du in die Stille gehst, Antworten finden. Und jeder, wenn er sich das fragt und hineinspürt, findet irgendetwas. Und wenn du von etwas extrem überzeugt bist, dein Außen ist dein Innen. Das Außen spiegelt dir nur deinen Bewusstseinszustand wieder oder die Dinge, die in deinem Bewusstsein integriert sind. Und deswegen leben wir vielleicht so auf einer Erdkugel, aber jeder Mensch nimmt es komplett anders wahr. Für den einen Menschen wird 2023 das beste Jahr aller Zeiten sein. Zum Beispiel, ich weiß und ich spüre, für mich ist das bis jetzt das beste Jahr meines Lebens. Ich weiß es, weil es ist alles nur eine Wiederholung. Es ist alles schon passiert. Das ist für mich das beste Jahr. Wir gehen in ein extrem geiles Zeitalter. Wir gehen in eine goldene Zeit, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Aber für andere Menschen wird das vielleicht ein komplett herausforderndes Jahr sein. Das heißt, da ist immer nur die Frage, wie nehme ich das Ganze wahr? Wie bin ich selber? In welcher Schwingung bin ich selber? Und dementsprechend, wie geht es mir dann mit dem, was passiert im Außen? Wie geht es mir mit den Situationen? Weil es geht immer nur um das. Der Glaubenssatz triggert dann wieder irgendeine Emotion. Jetzt möchte ich eine Frau ansprechen. Und jetzt kommt wieder der Glaubenssatz, das Unterbewusstsein schießt hoch und, Raphael, du kannst es eh nicht oder du traust dich eh nicht. Weil ich vielleicht in der Kind solche Erfahrungen gemacht habe, wo meine Freunde mich ausgelacht haben, weil ich mich mal nicht getraut habe. Und es ist so tief verankert, dass sofort die Emotion hochschießt und sofort ich mir denke, ah fuck, ich mach's nicht, Energie geht runter. Und dann bestätigst du wieder diese Kernüberzeugung, weil du sie nicht durchbrichst. Und das beeinflusst dann deine Handlung. Und deine Handlung hat ja auch einen maßgeblichen Einfluss auf dein Leben. Und deswegen, ja, genau wie du sagst, ist das etwas, wo jeder sich wirklich einfach damit beschäftigen sollte. Und vor allem auch darf. Also was ich auch beobachte, dass viele Menschen ja auch den Glaubenssatz irgendwo integriert haben, dass zum Beispiel das Leben, was du lebst, ist ja für mich auch noch ein Step, den ich gehen darf. Und dem bin ich mir auch bewusst, dass es auch wieder meine eigene Arbeit ist, die ich jetzt vor allem in den letzten Jahren gemacht habe, um dorthin zu kommen, dass jeder das darf. Weil wir haben ja auch irgendwo erzählt bekommen, das ist ja nur für eine ja, für eine kleine Gruppe der Menschheit möglich. Diese Fülle gibt es ja gar nicht für alle. Aber wenn man sich das mal anschaut, was diese Welt für Fülle bietet, nicht bloß materiell, sondern auch einfach energetisch, aber auch materiell, dann ist es alles da. Bloß aktuell ist es halt so, da sind wir jetzt wieder bei einem anderen Thema, dass es halt einfach nur auf diese kleine Gruppe aufgeteilt ist, weil es halt auch aus deren ihrer Sicht genauso sein soll. Und wenn ich erkenne, dass ich das darf, dass ich es nicht muss, sondern dass ich es darf und dass ich einfach mein Leben so leben darf, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich möchte halt ins Warme fliegen, dann fliege ich ins Warme. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte in mich selber investieren, dann habe ich das Geld, um es zu tun. Wenn ich sage, ich möchte etwas zurückgeben, ein großes Ziel von mir ist zum Beispiel auch einfach zu sagen, hey, ich kann etwas zurückgeben, ich kann. Ein großes Ziel ist, eine Schule zu bauen und da einfach auch andere Dinge vielleicht zu lernen, das einfach auch unterstützen zu können und so weiter.
dann hat es natürlich viel mit Geld zu tun, aber Geld ist ja nur etwas, womit ich das in unserer heutigen Welt irgendwo transferiere. Die Energie, die ich in mich selber gesteckt habe, kommt mit Geld in mein Leben und ich transferiere diese Energie über das Geld wieder woanders hin. Und das sind alles so Sachen, wenn man sich da einfach damit beschäftigt, dann merkt man, dass die Limitierung in der eigenen Wahrnehmung steckt. Und das ist unglaublich wichtig. Auf jeden Fall, und du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, Bas, und zwar das Thema, ja, Geld ist nur für eine kleine Gruppe von Menschen. Das ist halt so stark eingeprägt durch die Medien, durch die Eltern, durch die Schule, weil es ja so gewollt ist. Es gibt ja die Matrix, die genau kontrollieren möchte, wer was glaubt, wer was denkt. Weil jeder, der dann wieder daran glaubt und daran denkt, das ist ja das Krasse, der verstärkt das ja. Weil wenn alle daran glauben und das denken, dass die Realität für diese Menschen ist, dann ist es im kollektiven Bewusstsein. Und dann fließt da ja extrem wieder viel Energie hin, dass es dann wieder genau so ist. Weil wenn ein Ziegenhirte, keine Ahnung, 1000 Ziegen sagt, was sie zu tun haben, dann funktioniert das nur, weil sie alle auf ihn hören. Weil sie alle sich gegenseitig kontrollieren. Würde keiner mehr auf ihn hören, hätte der überhaupt keine Macht mehr. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Programmierungen, sehr viele Überschreibungen, die wir bekommen haben. Und es gibt einfach einen Grund, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum wir die Dinge lernen, die wir lernen, warum wir das glauben, was wir glauben, oder der Großteil der Leute das glaubt, was sie glauben, weil es in gewisser Art und Weise so gewollt ist. Aber wie gesagt, wir gehen in eine neue Zeit. Und wichtig ist eine Sache zu verstehen. Geld ist genauso Energie. Und Energie kann nicht zerstört werden. Deswegen gibt es unendlich viel davon. Es gibt genug davon, egal in welcher Form, egal in welcher Art und Weise. Genauso wie diese ganzen Themen mit Erdöl etc. Erdöl ist das Blut der Erde und das Blut, was passiert, wenn ich Blut abnehmen gehe? Was passiert, wenn ich zum Arzt gehe und ich gehe Blut abnehmen? Die Menge an Blut, die abgenommen wird, die wird von selber wieder nachproduziert. Genauso ist es auch mit Erdölressourcen oder der Erde etc. Also ich möchte jetzt nicht zu stark darauf eingehen, weil wieder hier gibt es so viele verschiedene Meinungen, so wie zu jedem Thema. Egal, ob das jetzt ist Feminismus, Klimawandel. Es gibt so viele Themen, die lediglich nur Ablenkung dienen, die uns wieder, oder die als Ablenkung dienen, die uns wieder in diesem menschlichen Bewusstsein, also aus dieser menschlichen Verhaftung einfach drinnen lassen, anstatt uns wirklich auf die wahren Themen zu fokussieren, die uns wirklich frei machen und voranbringen. Aber ja, wie gesagt, alles hat seine Berechtigung. Unsere Aufgabe ist es nicht, gegen irgendetwas zu sein. Ich möchte an dieser Stelle, das erwähne ich immer, ich bin nicht gegen etwas, ich bin für etwas. Weil meine Meinung ist, dass jeder Mensch frei sein sollte, weil das die höchste Lebensqualität ist. Und weil jeder frei sein kann, wenn man einfach gewisse Dinge im System verändert. Ja. Vor allem so frei zu sein, um das einfach den Loop vielleicht nochmal zu schließen, so frei zu sein, um einfach das leben zu können, was er in diesem Leben leben möchte. Einfach das, jedes Tier kommt quasi mit einem Sinn auf die Welt, einfach dieses Tier zu sein. Es lebt seine Instinkte, es lebt das, was es machen möchte. Und wir haben halt eine Evolutionsstufe weiter, haben halt noch den Verstand bekommen, der uns da ein bisschen in die Irre führen kann. Aber jeder, und das hast du gerade auch angesprochen, jeder darf sich vielleicht einfach mal von allen, alle Meinungen einfach mal rausnehmen und einfach sich selber fragen, was möchte ich in meinem Leben? Was möchte ich wirklich? Was macht mir Freude? Was macht mir Spaß? Wo geht mein Herz auf? Wo geht meine Schwingung nach oben? Sich erlauben, diese Fragen zu beantworten. Egal, was dein Ego sagt, egal, ob da jetzt kommt, ja, das ist für mich möglich oder das ist für mich nicht möglich oder was auch immer. Und dann auch einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich erkannt, was ich möchte. Dann den Mut zu besitzen, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt in die Bewegung. Ich gehe jetzt die Schritte. Ich gehe jetzt durch dieses vielleicht Leid, durch diese Freude, durch diese Farbpalette des Lebens und komme dort an. Und das sind so Sachen, die wirklich nur passieren können, wenn ich einfach mal zugebe,
dass ich am Ende des Tages gar nichts weiß, beziehungsweise das, was ich aktuell hier oben auf meiner Festplatte abgespeichert habe, hat mich halt am Ende des Tages jetzt dorthin gebracht, wo ich jetzt gerade bin. Und wenn meine Ziele, wenn meine Vision eben nicht dem entspricht, was ich da außen so manifestiert habe, dann sollte ich vielleicht schauen, okay, wo darf ich in mir ansetzen? Und da geht es halt vor allem um dieses Wissen. Einfach mal Festplatte schauen, was nützt mir überhaupt auf dieser Festplatte, um an Standpunkt XY zu kommen. Und da werden ganz viele Dinge dabei sein, die dir am Anfang schon klar werden, hey, das nützt mir gar nichts. Und dann gibt es halt noch die tief verankerten Glaubenssätze, die du ja vorher so schön rausgearbeitet hast, die man einfach selber, ich sag nicht sehen kann, aber vielleicht länger braucht, bis man im Spiegel der Lebensumstände erkennt, boah, genau das ist das, wo ich ansetzen sollte. Auf jeden Fall. Und wichtig ist halt das, was du erfahren möchtest, dass du das zuerst in dir integrierst. Richtig. Das heißt, wenn du eine goldene Zeit haben willst, dann musst du zuerst in dir die goldene Zeit erschaffen. Wenn du Freiheit haben möchtest, dann solltest du zuerst die Freiheit in dir finden und erschaffen und kreieren. Denn ich kann dann im Außen zwar Freiheit haben, aber wenn ich trotzdem im Innen die Freiheit dann nicht habe, dann werde ich mich auch nicht frei fühlen. Weil es geht auch darum immer, wo fühle ich mich frei, wie fühle ich mich frei. Das kann für jeden Menschen anders sein. Und ich fühle mich frei, wenn ich keine Limitierungen habe. Und wenn ich einfach, wenn ich jetzt sagen möchte, ich fliege jetzt für 2 Monate nach Dubai, dass ich einfach das machen kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte morgen in der Früh nach Dubai fliegen, dann rufe ich meine Assistentin zum Beispiel an, sage, sie soll mir einen Flug schicken, ich fahre morgen zum Flughafen und ich fliege nach Dubai. Und ob ich eine Woche dort bleibe oder ein Jahr, spielt keine Rolle. Nur wenn ich das nicht könnte, dann würde ich mich nicht frei fühlen, so richtig 100%. Dann kann ich auch die innere Freiheit haben, aber dann bin ich in der äußeren Realität nicht frei. Denn wenn ich jetzt sage, hey, du rufst mich an und sagst, flieg morgen zu mir, ich habe so irgendwas Geiles geplant für dich, flieg morgen zu mir, machen wir eine geile Erfahrung. Und jetzt habe ich nicht einmal das Geld, um mir das Flugticket zu leisten. Wie kann ich mich dann richtig frei fühlen? Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich hatte eine Freundin, die wohnt in Brasilien. Wenn sie in Brasilien wohnt, sie sagt, mir geht's extrem schlecht. Und ich kann es mir nicht leisten, hinzufliegen, um mich um sie zu kümmern. Natürlich kann ich dann die innere Freiheit haben, dass ich es komplett loslasse und dass ich nicht mehr darüber nachdenke. Nur im Außen habe ich keine Freiheit. Weil Freiheit heißt, ich habe die Möglichkeit, das zu tun, was ich will, wie ich will, wo ich will. Und im aktuellen System ist es sowieso schwierig bis jetzt gewesen, dass jeder irgendwo so eine ultimative Freiheit hat, aber darum geht es ja gar nicht, sondern für mich bedeutet es, mal zu hinterfragen, wie du es richtig gesagt hast, wie möchte ich das Leben leben? Und dann die Möglichkeit haben, es genauso zu leben. Und dann wird man eines sehen. Es gibt eine göttliche Ordnung, es gibt eine, auf dieser Welt, in diesem Universum gibt es, wie du es richtig vorher schon gesagt hast, es gibt universelle Gesetze. Und es gibt auch das Gesetz der Harmonie, dass trotzdem wie in der Tierwelt alles harmonisch zusammenfließen wird. Es will nicht jeder mit dem Lamborghini durch die Gegend fahren. Richtig. Es will nicht jeder am Strand leben. Der eine will lieber in den Bergen leben. Der andere lebt lieber in der Wüste. Der dritte lebt lieber an einem See. So, und deswegen wird es da wieder eine Harmonie geben. Und so kann jeder eben dann irgendwann vielleicht das Leben leben, wie er es möchte und sich trotzdem einfach frei fühlen. Weil darum geht es, um das Freiheitsgefühl. Ja, wichtig, wichtig. Ich möchte vielleicht gerade da noch eine Sache ansprechen, weil das ja auch so mit mein Hauptthema ist. Du hast gerade angesprochen, im aktuellen System, wenn man das auf das bezieht, was die Menschen vielleicht auch beruflich machen, dass sie eben in ihrem Beruf quasi nicht das finanziell vielleicht oder auch an Freiheit erreichen können, was sie gerne wollen würden. Und ich kann da wirklich jedem, der das vielleicht irgendwo nachvollziehen kann, dass dein Beruf dir noch nicht das gibt, was du möchtest, auch an Lebensfülle, dann ist es nicht dein Beruf. Weil Beruf bedeutet, dich zu etwas berufen zu fühlen. Und wenn ich morgens aufstehe und sage, oh fuck, ich habe schon wieder hier meine Arbeit von 6 bis was weiß ich, da fühle ich mich doch nicht dazu berufen.
Das ist nicht das, warum du hier bist. Und ich kann dir eins versprechen, es gibt Fähigkeiten in dir, es gibt Qualitäten in dir, es gibt Stärken in dir, die dir vielleicht noch gar nicht bekannt sind, die aber für jemand anderen unglaublich viel Mehrwert stiften können, die für jemand anderes unglaublich viel Energie wert sind. Wie er dich bezahlt in Geld oder in Zeit oder in Tipps, was auch immer, ist mal völlig dahingestellt. Aber es gibt dieses eine Thema, wozu du dich am Ende des Tages auch berufen fühlen wirst. Und über diesen Lebensweg kommst du in die Fülle. Und da darf ich vielleicht einen kleinen Switch machen, weil wir sind ja so gepolt, auch über die Wahrnehmung, über unsere Sinne, dass wir alles im Außen suchen. Wir suchen ja immer im Außen, okay, hey, da und da sehe ich das, also bewege ich mich dorthin oder ich sehe jetzt aktuell diese Auswahl, also habe ich auch nur diese Auswahl. Und hast du dich jemals gefragt, ob du deinen Beruf oder das, was du studiert hast oder das, was du aktuell tust, ob das etwas ist, was du aus dieser Auswahl im Außen ausgewählt hast oder etwas ist, was du wirklich aus dir heraus in die Welt bringen möchtest? Und dann entsteht deine Berufung nämlich aus dir, in dir, und dann gibt es den Game Changer, was ich schon in meiner Arbeit unglaublich oft beobachten durfte. Du ja auch Menschen kennst, die wirklich das tun, was ihnen entspricht, und du denkst immer so, hey, bei denen läuft. Aber es ist ja logisch, weil wenn ich mit dem Fluss des Lebens gehe, warum soll es nicht laufen? Wenn ich alle Blockaden auflöse, wenn ich alle meine Dämme auflöse, die ich irgendwann mal gebaut habe, dann kann das Wasser wieder fließen und dann kann ich mitschwimmen. Sehr geil. Hast du noch irgendetwas? Ich meine, bei dir geht es jetzt ja vor allem, da kommen jetzt auch ein paar geile neue Sachen, haben wir ja vorher kurz drüber gesprochen. Geht es ja vor allem auch dann Vertrieb, Verkauf. Und das ist ja auch so ein Thema. Verkaufen haben ja die meisten auch ein sehr, sehr ja, ungesundes oder eine ungesunde Beziehung, auch einfach vermittelt durch unsere Gesellschaft. Und gibt es da einen Punkt, den du jetzt rausgreifen möchtest, den du jetzt vielleicht einfach nochmal mitgeben möchtest, der für dich bei Verkauf oder bei diesem Thema Verkauf einfach wichtig, essentiell ist, um dieses Thema zu verstehen? Sehr geile Frage. Also prinzipiell kann ich sagen, Verkauf ist einer der wichtigsten Fähigkeiten, die es gibt und definitiv wahrscheinlich mit die bestbezahlteste Fähigkeit, die es gibt. Ich sage immer eine Sache, wenn du verkaufen kannst, wenn du lernst, wie man verkauft, wenn du weißt, wie das funktioniert, dann wirst du immer Geld verdienen können. Weil jedes Unternehmen hat ein Ziel, und zwar Umsatz zu machen. Also außer es ist jetzt eine Non-Profit-Organisation. Die haben trotzdem das Ziel, viel Umsatz zu machen, weil dann können sie wieder viel, viel damit tun, viel machen. Das heißt, eigentlich, so gut wie jedes Unternehmen, natürlich neben dem Ziel, Mehrwert zu schaffen, etc., hat ein Unternehmen ein Ziel, einen Umsatz zu machen. Und Umsatz ist Unternehmen sehr viel wert. Das heißt, wenn du es schaffen kannst, einem Unternehmen Umsatz zu bringen oder einem Unternehmer, dann wird er sehr, sehr erfreut darüber sein, dich zu bezahlen. Das heißt, wenn du zu mir kommst und sagst, Raphael, ich möchte deine Produkte verkaufen, und ich habe 20 Kunden, die dein Produkt kaufen, über mich, über meinen Verkauf, über meine Beratung. Zahlst du mir etwas dafür? Dann werde ich sagen, ja, natürlich. Für jeden Kunden, den du mir bringst, gebe ich dir so und so viel Euro als Provision zum Beispiel. Oder wenn du jeden Tag so und so viele Gespräche führst, zahle ich dir das und das als Pauschale. Das heißt, egal wo ich anklopfen werde und sage, hey, ich möchte verkaufen, ich kann eure Absätze erhöhen, ich kann euren Umsatz erhöhen. Jeder wird dich mit offenen Händen begrüßen und deswegen ist es so wichtig für mich gewesen, damals verkaufen zu lernen, weil dadurch habe ich mir auch im Außen diese Freiheit aufgebaut, die ich aktuell lebe. Es hat nur mit Verkauf zu tun. Egal was für ein Business ich mache, du musst immer ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen. Und wenn du es nicht selber machst, wirst du in deinem Unternehmen jemanden brauchen, der es kann. Das heißt, jedes Unternehmen ist im Endeffekt darauf angewiesen, in welcher Form auch immer. Und deswegen sage ich immer, wenn man das beherrscht, dann hat man auch die Basis für Selbstständigkeit, Unternehmertum und ganz, ganz viele andere Dinge, um es darum geht, eine Lohnerhöhung zu haben, ob es darum geht, sie für den Job durchzusetzen, ob es darum geht, einfach einen Kunden überzeugen zu können. Also ganz, ganz wichtiges Thema, das ist ja auch mein Hauptthema. Ich habe in meinem Leben tausende Verkaufsgespräche geführt und Einstellungsgespräche. Ich habe ja 7.000 Kunden knapp aufgebaut im Finanzvertrieb mit meiner Mannschaft.
in den letzten 4 Jahren mittlerweile. Und ich sage immer, 2 wichtige Komponenten sind extrem entscheidend für jeden Verkaufserfolg. Das sind für mich die 2 wichtigsten Punkte. Wenn ich die 2 Punkte beherrsche, diese 2 Fähigkeiten, diese 2 Skills habe, dann werde ich immer Erfolg haben können im Verkauf. Das erste ist Rhetorik und das zweite ist Begeisterungsfähigkeit. Wenn ich rhetorisch stark bin und wenn ich begeistern kann, dann kann ich Menschen bewegen. Und wenn ich Menschen bewegen kann, kann ich ihn dazu bewegen, zu mir ins Team zu kommen. Ich kann ihn dazu bewegen, mein Produkt, mein Service, meine Dienstleistung zu nutzen. Ich kann ihn dazu bewegen, mit mir gemeinsam eine Bewegung anzufahren oder anzurollen. Das heißt, alle großen Leader der Vergangenheit, alle großen, auch teilweise Politiker, teilweise, die seid hingestellt, ob es gut oder schlecht ist, aber die einfach wussten, Rhetorik und Begeisterungsfähigkeit, das sind 2 der wichtigsten Faktoren. Und ansonsten einfach die Basis im Verkauf ist, den anderen zu verstehen, wer sitzt mir gegenüber, was ist sein Bedürfnis, was braucht er, wo hat er einen Bedarf und wie kann ich verbal das Produkt als Lösung so verkaufen, dass es genau passt zu seinem individuellen Bedürfnis. Und dass er erkennt und er Vertrauen darin hat, okay, ich kann ihm unterstützen oder mein Produkt kann ihn unterstützen, dass er dieses Bedürfnis löst. Das ist, das wäre für mich so das Wichtigste zum Thema Verkauf. Wenn du lernst, rhetorisch stark zu sein, jemanden begeistern zu können, dann kannst du ihn von allem begeistern. Solange du es auch schaffst, natürlich Vertrauen zu gewinnen, Kompetenz zu erzeugen, dass er sagt, okay, ich vertraue jetzt dir, dass du mir da wirklich was bieten kannst. Das ist sehr, sehr wichtig. Es geht über fachliche Kompetenz, über soziale Kompetenz, indem ich eine Basis, eine Sympathiebrücke aufbaue zwischen der Person. Also ja, jeder, der Verkauf etc. einfach da Infos will, ich möchte jetzt hier nichts verkaufen, aber ich habe einen kostenlosen Newsletter auf rafaelzenati.com, Rafael mit PH, Zenati, ja, werdet eh alles unten in der Beschreibung. Rafaelzenati.com, kostenloser Newsletter, kommt jede Woche was zum Thema Mindset, Verkauf etc. Und ich habe einen Telegram-Channel, da sind knapp 1000 Leute mittlerweile drin, Zenati Talk heißt der, ist auch unten verlinkt und da gibt es auch sehr viel Inputs, jeden Tag von mir. Was mich jetzt von dir noch interessieren würde, wenn du die Möglichkeit hättest, vor jedem Menschen in Österreich, Deutschland und Schweiz 3 Minuten zu sprechen und jeder würde dir zuhören, was würdest du sagen? Mein erster Impuls ist tatsächlich, ich würde die erste Minute gar nichts sagen. Ich würde die erste Minute die Menschen zwingen, weil die sind ja bei dem Vortrag wahrscheinlich mit der Intention, okay, es kommt jetzt gleich was und dann passiert etwas entgegen ihrer Erwartung. Und dann dürfen sie sich erstmal eine Minute lang, gehen sie vielleicht in diese Beobachterrolle, was passiert eigentlich in meinem Gedankenkarussell? Vielleicht werden sie sich durch diese eine Minute mal bewusst, was für ein Gedankenstrudel jede Sekunde in ihrem Kopf abläuft. Und dann würde ich ihnen in den nächsten 2 Minuten einfach nur Impulse geben, dass das, was sie gerade vielleicht beobachtet haben, der Grund ist, warum sie in ihrem Leben dort stehen, wo sie aktuell stehen. Und wenn sie in ihre Fülle kommen wollen, wenn sie Liebe empfinden wollen, wenn sie diese ganzen Dinge empfinden, fühlen wollen, erleben wollen, die sie möchten, ihre Träume, dann sollten sie dort oben in diesem Gedankenstrudel einen Säuberungsprozess machen. Und das rausschmeißen, was ihnen nicht dient, das beibehalten, was ihnen dient und das integrieren, was ihnen dienen könnte. Das wäre so meine spontane Antwort auf die Frage. Ja. Yes, ich würde sagen, wir haben mega geilen Input geliefert. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Und alles andere würde ich sagen, verlinkt mal in den Shownotes. Ihr bekommt sowieso mit, wenn das Ganze dann online ist. Und ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Energie, Rafael. Und ja, lass uns etwas bewegen. Auf jeden Fall. Und du hast es vorher gesagt, jeder von euch, der hier im Interview ist oder der sich das hier anhört, diesen Podcast, es gibt einen Grund, warum diese Menschen hier sind. Es gibt ja so viele Suchende da draußen, die suchen nach den Antworten. Die haben die Fragen.
Und es ist einfach gut, wen zu haben, der mir diese Fragen beantworten kann. Weil es gibt draußen Menschen, die interessieren sich gar nicht für dieses Thema. Die leben Tag ein, Tag aus. Und es ist auch okay, weil man muss auch dankbar sein, dass es Leute gibt, die diese Dinge machen. Weil wenn auf einmal jeder sagen würde, ah, ich habe keine Lust mehr, mit dem Bus zu fahren, wer fährt dann den Bus? Aber wie gesagt, es gibt immer diese Harmonie und es gibt immer Leute, die einfach in sich das Verlangen tragen, mehr zu machen, mehr zu erfahren, mehr zu erleben. Und ihr seid wahrscheinlich alle Leute aus diesem Schlag und deswegen seid ihr hier. Und ja, das Wichtigste ist in dieser Phase einfach in die Freude zu gehen. Was macht mir Freude? Wie kann ich jeden Moment genießen, egal welche Herausforderungen kommen? Es ist bei mir so krass aktuell dieses Jahr. Ich habe so viel Energie, auch jetzt wieder. Ich war gestern, glaube ich, bis 4 Uhr noch aktiv, bin schlafen gegangen, wir haben 10:30 Uhr schon den Podcast gestartet und ich bin voller Energie, weil egal was passiert, ich habe so ein starkes Gefühl, dass dieses Jahr einfach so genial ist und das gibt mir so viel Kraft, das gibt mir so viel Drive, auch jeden Tag Vollgas zu geben. Und egal, ob ich jetzt einen Tag habe, wo ich 14 Stunden arbeite oder ob ich jetzt mit dir den Podcast mache oder ob ich gerade vielleicht eine Auseinandersetzung, eine Diskussion habe. Ich kann jeden Moment trotzdem genießen. Allein, dass ich diesen Moment leben darf, weil es gibt nur diesen Moment. Selbst ob ich jetzt hier in die Kamera spreche oder später im Fitnessstudio bin oder dann richtig geile Termine und Calls noch heute habe den ganzen Abend. Ich schaue, dass ich jeden Moment genieße und sage, wow, danke, ein neuer Tag. Ich kann wieder alles kriegen in meinem Leben. Und das ist so ein geiles Gefühl. Und in dieser Energie zu sein, das macht einfach extrem viel Spaß. Deswegen auch danke für das Initiieren heute, lieber Bas, für dieses Meeting, für dieses Interview, was sich die Leute hier ansehen können. Und jeder von euch, eine Sache ist noch wichtig zu verstehen, weil das sage ich immer dazu. Und zwar, ja, geistig, mental, bewusstseinstechnisch geht es darum, mich zu entfalten, die Dinge zu manifestieren, in die richtige Energie zu kommen. Aber es geht wieder genauso sehr ums Handeln. Es braucht wieder die Balance. Nur Interviews reinzuziehen, den ganzen Tag auf YouTube, und sich das hier anzuhören, um wieder nicht in Umsetzung zu kommen, wieder nicht ins Handeln zu kommen, das ist, dann wirst du wieder keine große Veränderung und kein Wachstum haben. Für mich ist 2023 das Jahr der Transformation, des Wandelns und dazu gehört auch die Handlung dazu und das Umsetzen, wenn sich was in deinem Leben verändern soll. Und wenn sich Möglichkeiten und Chancen dir bieten vom Universum, dann solltest du sie nutzen, dann solltest du sie erkennen und dann, wenn sich sie richtig anfühlt, dann mach es, ohne darüber nachzudenken. Richtig. Und ja, in diesem Sinne können wir einfach nur sagen, wir wünschen euch extrem viel Erfolg, ein geiles Jahr, dass ihr euch ja von euren Limitierungen befreien könnt. Checkt alle Videos, also alle Links unten in der Videobeschreibung ab. Checkt unsere Social Medias ab, da kommt jeden Tag sehr geiler Content. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei allen da draußen. Peace out. Bis dann.